Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Im Psalm 59, Vers 17, da steht: Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Schutz und Zuflucht, das ist das, was wir brauchen jeden Tag, und das finden wir bei Jesus. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Du bist nicht alleine. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon, heute bis 13 Uhr. Du bist nicht alleine. Und da finden wir ein Bibelwort in 1. Korinther 10, Vers 13. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Ist das nicht schon eine wunderbare Sache, dass wir wissen, dass wir nicht mehr geprüft oder gestresst werden, wie wir aushalten? Gott lässt das nicht zu. Gute und schlechten Tagen, er ist mit uns. Wie auch bei der Trauung heißt, er ist mit uns in guten wie in schlechten Tagen. Und wir sollen treu sein in guten wie in schlechten Tagen. Aber der Teufel möchte uns immer wieder sagen, du bist der Einzige. Du bist der Einzige, wo es schief geht. Du bist der Einzige, der nichts taugt. Du bist der Einzige, der nichts kann. Und du bist so einsam. Lass dir das nicht vom Teufel sagen. Es heißt auch in der Bibel, kommt zu mir, die ihr beladen seid, ich will euch erquicken. Und der Teufel möchte uns immer auch sagen, Gott ist böse auf dich. Nein, Gott ist nicht böse auf dich. Gott liebt uns, auch wenn wir Fehler machen. Er liebt uns. Er möchte mit uns zusammen durch dieses Leben gehen. Und ich sage dir, du bist nicht alleine. Es ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der in dir lebt, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Lass dich nicht vom Teufel irgendwo in die Ecke drücken und zu dir sagen, du bist ganz alleine, niemand kümmert sich um dich. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, er ist mit dir. Danke, Herr, dass wir das wissen dürfen. Danke, Herr, die heilige Dreieinigkeit, du Vater, du, Herr Jesus, du Heiliger Geist, bist mit uns und wir sind nicht alleine, auch wenn es manchmal so sich anfühlt. Wir sind nicht alleine. Danke. Amen. Amen. Wir wollen beten für Menschen, die in Not sind. Und per WhatsApp erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Guten Abend, liebes Gebetsteam. Erneut muss mein Papa ins Krankenhaus, weil der Blasentumor wieder gewachsen ist und jetzt hat er auch Wasser in der Niere. Er kann nicht operiert werden, weil er zu schwach ist. Ich bitte euch, für ihn zu beten, dass er wieder zu Kräften kommt und wieder ganz gesund wird. Danke. Und Jesus, wir danken dir, dass du diesen Mann kennst mit diesem Blasentumor. Und ich danke dir, dass du wunderbar eingreifst, dass dein Heilungsstrom jetzt durch seine Nieren und durch seine Blase geht. Und wir danken dir, dass jede Zelle, die nicht dahin gehört, jetzt austrocknet. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über dieser Blase und über dieser Niere, und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du mächtig bist und dass du wiederherstellst, was der Feind gestohlen hat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns von ihrer Not. Sie schreibt: Zurzeit bin ich sehr oft müde und erschöpft, wie wenn mir ständig Kraft entzogen wird. Ich brauche neue Kraft von Jesus und seinen übernatürlichen Frieden für unsere Wohn- bzw. Nachbarschaftssituation. Ein weiteres Gebetsanliegen ist, dass sich unsere Familien zu Jesus hinwenden und ein neues Leben mit ihm beginnen. Und Jesus, du kennst auch diese Frau. Und ich danke dir, dass du ihr neue Kraft gibst, dass sie wirklich auf dich blicken kann und dass du sie ganz neu erfüllst mit deiner Kraft, mit deinem Frieden. Und ich danke dir, dass du auch die Situation kennst mit der Nachbarschaft. Danke, Jesus, dass du auch da Frieden schenkst, dass du auch da eingreifst und dass da wieder Versöhnung kommt und was da im Argen liegt. Ich danke dir, Jesus, dass du ein treuer Gott bist und dass wir dir
das alles anbefehlen dürfen. Und auch die Sorge um die Familie, Jesus, auch das weißt du. Und wir danken dir, dass du auch da eine Situationsänderung herbeiführst. Danke, Jesus, dass du zu den Herzen redest und dass du eine Umkehr erwirkst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten dürfen. Wir tun es gerne und die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann bittet uns um Gebet und schreibt Folgendes. Hallo zusammen, könntet ihr bitte meine Gebete unterstützen, dass mein Körper, Seele und Geist geheilt werden? Ich leide unter einer Stoffwechselstörung und habe dadurch Depressionen, Ängste, Schlafstörungen sowie Verdauungsprobleme. Herzlichen Dank. Ja, genau für diese Situation und wie dieser Mann schreibt, könnt ihr bitte meine Gebete unterstützen. Für das ist diese Sendung da und da sind auch alle eingeladen, uns das zu schreiben. Nicht wir sind die Lösung, sondern Gott ist die Lösung. Aber wir uns gemeinsam zu Gott bringen und er schickt die Lösung. Und ich danke dir dafür, Herr, du kennst jetzt auch diese Person. Ich danke dir dafür, für diese Stoffwechselkrankheit, Herr, die du auch am Kreuz besiegt hast. Ich danke dir dafür, dass du diesen Menschen wunderbar begegnest, Herr, dass Depressionen, Ängste, alles verschwindet, Herr. Herr, dass Normalität, Herr, wir in diesen Körper in deinem Namen Jesu hineinsprechen dürfen. Danke. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Bitte um Gebet für mich. Habe oft Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. Zwei Wirbel sind beschädigt. Danke, Jesus, für die Heilung. Herr, danke, dass du in diese Wirbel hineinkommst. Herr, ich danke dir dafür. Herr, was den Menschen unmöglich ist, ist dir möglich. Herr, wir haben schon erlebt, Herr, dass wieder Wirbel neu hergestellt werden. Und Herr, ich weiß nicht, wie du das vorhast, wie das funktioniert, aber wir wollen mit der ganzen Sache zu dir kommen, Herr, dass diese Schmerzen verschwinden, dass die Nervenbahnen wieder ganz werden und dass die Bandscheiben auch wieder ihre Funktion einnehmen und dass diese ganze Wirbelsäule richtig funktioniert. Ich danke dir. Amen. Amen. Und viele Menschen haben Gottes Hilfe erfahren. Und da wollen wir auch heute wieder Zeugnisse weitergeben. Ein großartiges Zeugnis von der Güte Gottes aus dem Norden Deutschlands. Anfang des Jahres hatte ich euch mitgeteilt, dass meine Schwiegertochter schwanger ist. Trotzdem es medizinisch gesehen unmöglich ist. Ihr habt für sie und das werdende Baby gebetet und am 25.06.2021 ist ein süßes Mädchen auf die Welt gekommen. Ich danke euch von Herzen für eure Gebete. Gott erhört sehr wohl Gebete. Ihm sei alle Ehre und ein gewaltiger Lobpreis. Und das stimmt, Gott erhört Gebet und wir freuen uns mit diesen Eltern und der Oma, der Großmutter. Ja, wunderbare Veränderung zeigt dieses Zeugnis. Ich hatte ein verletztes Herz, Wut, Enttäuschung, Unfriede, Groll, habe das Missionswerk um Gebet gebeten und seitdem habe ich viel Frieden im Herzen durch Vergebung und Freiheit in meinem Leben. Was für eine Veränderung. Wieder kerngesund, schreibt eine Frau. Ich möchte mich bei Gott und euch bedanken. Ich hatte euch im Januar um Gebet für meine Schwester gebeten. Sie hatte geschlossene TB. Heute ist sie wieder kerngesund. Vielen, vielen Dank. Wie schön. Und diese Frau schreibt von einer Bewahrung bei einem Sturz. Ich habe in den Tagen eine wunderbare Bewahrung erlebt. Ich bin von der 6. Stufe einer Steintreppe in die Tiefe gestürzt. Außer Blutergüssen ist mir nichts geschehen. Niemand konnte es begreifen. Ja, Gottes Bewahrung, das ist immer ein Thema und wir dürfen das auch immer wieder erleben. Ja, das ist mal wieder richtig wunderbar. Hast du vielleicht auch schon mal gesagt, nach einer schönen Begebenheit, Glück gehabt? Ist das nur Glück oder war es Bewahrung? Wenn du was erlebt hast mit Gott, lass es uns wissen. Wir würden es hier gerne an dieser Stelle vorlesen. Und
Der Tipp heute, du bist nicht alleine, war heute das Thema. Und ich sag dir wirklich, lass dir von niemandem ausreden, dass der Vater, Gott selbst, der Heilige Geist und Jesus in dir lebt. Er ist nicht sichtbar, aber als Christ ist er in dir. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Und wenn du dich auch so fühlst, lass es dir wieder vor Augen führen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist mit dir. Ja, und lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, unser neues Buch, Was dein Herz ermutigt. Ich möchte es dir warm ans Herz legen, Isolde, und ich haben 60 ermutigende Tipps und ja, Botschaften, Inputs geschrieben. Und das ist richtig schön aufgemacht. Die Grafiker und die Leute, die sich mit beschäftigt haben, haben sehr viel Zeit reingesteckt. Und was ich entdeckt habe, noch ein Bändchen, dass du jeden Tag weißt, wo du bist. Bestell dieses Buch, es wird dir zum Segen sein. Ja, und wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.